tödlicher Crash. Am späten Sonntagabend kam es auf der Autobahn A560 in Richtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann kam dabei mit einem VW-Bus von der Straße ab und krachte gegen mehrere Bäume. Die zur Hilfe geeilten Rettungskräfte konnten den jungen Mann nur noch tot bergen. Wie die Polizei berichtet, muss der junge Mann mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, als er die Kontrolle über seinen Bulli verlor. Wie die Polizei weiter berichtet, war ein Schaulustiger so dreist, dass er mit seinem Wagen in der Auffahrt zur Autobahn rückwärts fuhr, um bessere Sicht auf den Unfall zu haben. Die Beamten eilten zu dem Gaffer und stellten einen entsprechenden Bußgeldbescheid aus.